So, willkommen zurück bei Uncharted. Oh, Atlantis. Ja, genau. Drake und Elena haben den Sturz mit dem Jeep anscheinend überlebt, ja. Ich meine, wäre ja auch sonst ein bisschen blöd. Ja, und wer weiß, vielleicht ist das alles jetzt nur ein Todestraum. Und das wird erst in Uncharted 4 Revelations aufgedeckt. Es kommt tatsächlich doch erst noch eine große Ballersequenz. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Er liegt im Koma in Teil 4. Und hat dann plötzlich die Fähigkeit, zwischen Autos hin und her zu wechseln. Hast du gesehen? So, Elena läuft das die ganze Zeit dumm da durch die Gegend, ey. Ja, ich finde, ja. Tanner sieht in San Francisco genauso aus wie Drake. Also, das passt ähnlich, irgendwie. Ja. Ja, das muss die Verbindung dann dazu sein. Ja, alles klar. Ja, jetzt macht das alles Sinn. Und, ich verstehe das jetzt. Und so werden dann die beiden Serien miteinander verknüpft. Uncharted Driver. Das ist dann das nächste Spiel. Uncharted Driver. The Uncharted Driver. Und das könnte was werden. Das könnte wirklich was werden. Ja. Und da wird Drake Tanner dann aus seinem Koma wieder aufgeweckt und muss sein letztes Abenteuer bestehen. Ja, jetzt bin ich umso mehr gespannt auf den vierten Teil. Wo er Jericho fertig macht und ja, gibt es einen Hauptbösewicht in der Uncharted-Reihe oder wechselt sich das? Schlag die Publisher doch mal an. Schlag mal vor hier. Es sind leider Gottes zwei verschiedene, glaube ich. Ja, vielleicht kann man da ja irgendwie einen Crossover machen. Da sieht man schon jetzt das gute Ding. Also dann liebe Tier, lässt grüßen. Das war doch 4, oder? Wo man mit dem Boot lang gefahren ist? Am Ende, ja. Ja, ja. Na, sag ich doch. Ich meine, ich muss gerade überlegen. Okay. Ja, beziehungsweise, warte mal, hast du gerade 4 oder 5 gesagt? Nee, ich hab 4 gesagt. F5 war das, wo du mit dem Boot durch den Sumpf bist, mit den ganzen kleinen Inseln. Nein, ich meine am Ende von 4. Bist du doch den scheiß Tunnel lang gefahren mit dem Jetski? Ja, das ist 4, genau. Ich wusste nicht genau, was du für eine Sequenz meintest. Ja, ich wusste es auch nicht mehr, also. Ich hab 4 und 5 beide gespielt, aber. Are you giving up? Besser als 6. Ja, das habe ich ausgelassen. Da habe ich nur die Demo gespielt und das hat mir gereicht. Da dachte ich, es gibt bessere Actionspiele wie das. Ach ja, ich habe es durchgespielt und ich habe an einigen Passagen meinen Spaß gehabt, aber das Gesamtpaket ist leider halt nicht so überzeugend wie andere Resident Evil Teile, die halt davor schon kamen. Beziehungsweise dann halt das Revelation, was ja vom 3DS kam und dann nochmal auf die großen Konsolen, hat dann auch gezeigt, dass es besser geht irgendwie. Ja, ich bin nicht so der Resident Evil Freund. 4 hat Spaß gemacht und 5 hat mich dann direkt geheilt. Wait. 5 hat direkt gesagt, du brauchst die Serie dann doch nicht weiter zu verfolgen, oder was? Ganz genau. This time, I drive. Ja, das ist auch so ein typisches 0815-Couple hier. Ja. So, jetzt kommt halt die tolle Sequenz. Und es ist scheiß schwer, weil du musst, also Drake fährt, sie zielt, aber du musst halt als Spieler beides machen. I don't... Ja, linker Stick zum Fahren, rechter Stick. Ja, rechter Stick ist zum Zielen. Das ist beziehungsweise, also das ist wirklich Mist. Beziehungsweise, wenn du zielst, bleibt er halt stehen und. Ich meine, da sitzen zwei Leute auf dem Boot. Wieso schießt du nicht automatisch, während du fährst? Ja. Tja, das wäre ja einfach. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Es wäre ja gutes Spieldesign, tut mir leid. Das bringen wir hier bei Naughty Dog zu diesem Zeitpunkt scheinbar noch nicht. Also man kann auch schneller fahren, aber ich tue es natürlich nicht, weil eben immer überall die Gegner sind. Da hat das ja sogar Resident Evil 5 besser gemacht, dass dein KI-Partner dann wenigstens geschossen hat, wenn du das Bötchen gefahren hast. Ja. Und wenn wir Resident Evil 5 loben, dann ist das schon was. Ja, das soll heißt schon was bedeuten. Was, ja. Ja, und die Fässer, die darfst du natürlich auch nicht berühren, ne? Ist ja klar. Wie kommen die da hin? Weißt du, meine Lieferung an Explosivfässern ist ins Meer gerollt. Ja. Ich frag mich auch immer, wo man diese Fässer bestellen kann. Es muss doch irgendwo einen Versandhandel geben für explosive Fässer, oder? Ja, aber weshalb werden die da aufgestellt? Weißt du, also, ich finde, es ist keine Evil Base, wenn hier nicht noch ein paar explosive Fässer stehen. Bei dir auf vollen Touren, da kannst du die bestellen. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch hier irgendwie ein mutierter Kraken, der jetzt plötzlich rauskommt und alles ist gut. Resident Evil halt. Ja. Ja, ich räume halt schön nacheinander auf. Ich habe da nämlich keine Lust irgendwie.
zu sterben, nur weil die... Der Effekt sah gerade komisch aus. Mit der Rauchfahne durch die Kamera, ja? Ja. Ich frage mich ein bisschen, wo die da, womit die da schießt. Das hat einen ganz schönen Wumms. Und Infinite Ammo. Das, ja. Das bestätigt nur noch mehr, dass es scheinbar hier eine Traumsequenz ist. Ja, wahrscheinlich. Gehe ich auch von aus. Ja, irgendwo suche ich nachher mal den Ausgang. Also wo es weitergeht. Ja, es scheint doch jetzt eigentlich immer nur einfach diesem Fluss, wenn man das so nennen möchte, lang zu gehen. Ja, ja. Irgendwo oh nachher. Nein, oh Gott, das sah so schlimm. Das sah wirklich lame aus. Ich dachte eben, du würdest einfach wieder zurückrutschen, weil der Speed fehlt. Nein, da sind unten drunter ist es so, ne, wie bei einem Schneemobil so ein Laufband. Ah, dann ist ja alles klar. Ich weiß nicht, ob du schon mal echt Jetski gefahren bist, aber nein, so ist es leider nicht. Nee, leider nicht. Ich würde gerne mal. Wir sind auf die Philippinen Jetski gefahren. Das ist cool. Cool. Ja, das würde ich auch gerne mal machen. Ja, das macht bestimmt richtig Laune. Also. Ja. Ist aber auch bestimmt nicht billig. Kommt drauf an, auf den Philippinen ist alles relativ günstig. Aha. Ja, dann wissen wir doch, wo wir demnächst mal alle zusammen Urlaub machen. Ich habe da zumindest Familie, das heißt, ich muss nicht für ein Hotel bezahlen. Ach. Ja, man hat's gesehen, ja. Okay. Es ging nicht unauffälliger. Ja, ja, kaschieren hier. Oh nee. Oh Gott. Jetzt weißt du auch warum. Ja. Eine Brachial-Kombo. Oh boy. Das habe ich ja eben noch nicht gelesen. Oh, das wird öfter angezeigt. Ich hätte es abschalten können. Ja, ich habe das öfter gesehen, dass das mit den Tasten angezeigt wurde. Ich habe es noch nie durchgelesen. Mir ist es jetzt erst aufgefallen, dass da Brachial-Kombo steht. Ehrlich. Er ist doch schön. Beim dritten Schuss hat er endlich aufgegeben, ey. Also mit dem Revolver musst du jetzt schon dreimal schießen. Früher war, also am Anfang war es zweimal, jetzt dreimal. Ja, aber weißt du, das ist ekelhaft, weil die nicht mal stark gepanzert aussehen. Die tragen auch nur T-Shirts. Ja, die Jungs mit den Bazookas da irgendwie, die sind gepanzert. Du kannst die Schulter wechseln, mein Freund. Ich weiß. Genau. Komm, mach die Kleinen erstmal weg, ja. Ah, keiner mehr da? Hä? War der da oben nicht noch einer? Ja, oben rechts, das hat so geblinkt, ne? Das ja, da so ist eine Waffe. Das, okay. Ah, ich dachte, da wäre noch einer gewesen. Ja, ja okay. Ich bin auch davon ausgegangen. Das sieht so aus, als wäre da noch jemand. Na, ich guck erstmal, wo noch Munition rumfliegt. Ja. Ich weiß, dass hinter dem kleinen Mäuerchen da ist noch einer. Und ich treffe den nicht, weißt du, aus überlegener Position. Das Spiel hat es aber auch manchmal tatsächlich auf mich abgesehen, ja. Diese Entscheidung immer, was für eine Waffe nehme ich jetzt mit. Ja, die ist natürlich geil hier. Und das ist die Waffe, die Elena eben auf dem Jetski hatte. Ja, nur leider steht ja jetzt, dass du nur 3 Schuss hast. Ja. Aber ich wusste, dass da einer mit einer Pump-Action kommt. Und da dachte ich mir, das ist eine gute Idee. Und jetzt... Jawohl, schöner Treffer. Ja, die laufen einem schon nach. Das ist das Gute daran. Kann ich ein bisschen austricksen. Der ist wieder so clever hier. Und er will nicht sterben, das ist zu kotzen. Also es ist teilweise unmenschlich, was die an Kugeln einstecken. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht nur Uncharted. Also das sind viele Actionspiele. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, Trefferzone hin oder her, aber wenn trotzdem alle Charaktere 2000 Kugeln schlucken, dann ist das scheiße. Hier ist.
Aha. Oh, den hätte ich im ersten Moment gar nicht gesehen, also als er geschossen hat, ja, aber... Ja, er hat ja was gesagt, das war eigentlich der Grund, warum man den gehört hat. Ja. Ich habe den Ton relativ leise, deswegen kriege ich das nicht so gut. Und hier schon... Ja. Oh. Ich habe das Ding nicht gesehen, mal wieder. Da war das Timing wieder beschissen, weil ich wollte halt direkt wieder rüberspringen. Aber der Rücksetzpunkt ist Gott sei Dank direkt da. Ja, du musst da an das andere Fenster ran. Aber du musst halt einmal schwingen, damit das macht. Okay, also das war jetzt dann einfach nur ein bisschen zu voreilig in dem Moment gewesen. Ich habe zu früh gedrückt, ja. Ich bin zu früh von der Leane abgesprungen. Ach, der Jetski, das habe ich schon wieder fast verdrängt, dass das ja auch noch kommt wieder. Ja, jetzt kommt die zweite Jetski-Sequenz. Genau. Okay. Und der bleibt dann mal stehen direkt. Ja, weil da stand meiner Meinung nach einer. Ja, da stand aber einer da neben. Genau. Links, genau. Ja. Okay, jetzt einen Moment warten, das typische Auto hier. Bis die Farbe wiederkommt. Ja. Oh, du bist ganz schwarz-weiß im Gesicht. Oh. Warte, drei Sekunden. Genau, ich muss einen Moment warten, dann geht's wieder. Ja, also ich, wie gesagt, ich mag zwar abwechslungsreiche Sequenzen, aber wenn die so lange dauern, dann taugen die auch nichts. Vor allem, wenn die halt so... Es kommt nachher noch eine, und das ist die ich meinte, als wir GTA gespielt haben, wo wir die Stromschnellen raufgefahren sind. So ein Ding kommt hier gleich auch noch, da musst du da auch den Strom rauffahren. Okay. Und die ist ein bisschen besser. Wie das hier. Fahren wir jetzt im Kreis? Weil ich könnte schwören, wir sind schon mal hier durchgefahren. Sieht alles gleich aus. Ja. Hat sich der Jetski gedreht, weil du auf die rechte Seite gezielt hast, oder was? Ja. Das ist doch... Irgendwo stand da noch einer. Da hinten war er. Oh nein, du bist gestorben. Tja. Das sind Dinge, die passieren. Ja. In dem Spiel leider viel zu oft. Ja, das Blöde an der Sequenz ist eigentlich nur, dass sie wirklich zu lange dauert und dafür eigentlich zu langsam abläuft. Also wäre das jetzt so ein bisschen, hätte man das irgendwie anders gelöst, vielleicht das einfach wirklich schnell durchheizen kannst und die alleine schießt oder sowas, du, ne? Du kannst halt schneller fahren, aber du musst ja die anderen abräumen da. Ja, aber ja, das ist ja der Punkt, das bringt ja nichts, wenn du dich auf beides konzentrieren musst. Das wäre halt besser, wenn du dich nur auf eins konzentrieren kannst. Dann darfst du ein bisschen rumheizen und die jetzt schießt. Jetzt habe ich einen Punkt, GTA einzubringen. In San Andreas gibt es eine Mission, wo du mit Big Smoke auf dem Motorrad fährst und du fährst, während er automatisch auf die Gegner zielt. Und genau so hätte das Spiel auch funktionieren können. Weil es komisch ist, weil du das ganze Spiel über Drake und so spielst. Und jetzt plötzlich spielst du den anderen Charakter auf. Ja. Das ist halt, das nimmt ein bisschen raus schon wieder. Er ist ein bisschen seltsam. Und jetzt überlege ich, wo geht's lang? Weil da hinten ist ein Tor, aber ich wusste nicht, wie das nochmal aufgeht. Ich sehe den Punkt halt nicht, du musst... Um das Tür zu öffnen, musst du oben auf so ein Gewicht schießen. Und bis mir das einfällt, vergeht eine Weile. Okay. Weshalb ich da, glaube ich, auch einen Schnitt gesetzt habe. Ich meine jedenfalls, ich hätte das geschnitten. Ja, ist jetzt die große Frage. Und ausgerechnet jetzt setzt diese actionreiche Musik ein, ne? Ja. Wo gerade nichts passiert. Ich habe es, glaube ich, dann doch nicht geschnitten, oder? Weil ich fahre jetzt nochmal zurück. Eine Flussfahrt, die ist lustig. Dann habe ich es wohl vergessen zu schneiden. Ich wollte es zumindest schneiden. Was wir alles wollten, ja. Ich wollte da nicht sterben. Ja, ich weiß, dass ich da lang muss. Okay. Ich schieße auf die Gewichte, ja. Wer lesen kann, ist klein Vorteil. Da wurde es jetzt nochmal gesagt. Und jetzt. Okay, ich habe es tatsächlich vergessen rauszuschneiden. Ja gut, so lange war es auch nicht lang. So, jetzt ist das Gewicht kaputt, jetzt kann man es nie wieder zumachen. Ja, toll. Ja. Also ist kaputt. Ja. Jetzt komme ich natürlich wieder nicht an den Punkt, wo das Dreieck angezeigt wird. Ja. Jetzt kommt erstmal wieder eine Ballersequenz und dann geht's weiter mit Jetski. Weshalb genau? Musst du wieder täuschen oder was? Was muss ich da machen? Weiß ich gar nicht genau.
kann ich dir jetzt nicht beantworten, warum, weshalb ich da jetzt wieder abgestiegen bin. Okay, na gucken wir mal. Ja. Wird sich hoffentlich gleich... Es scheint ja so, als wärst du auf einem bestimmten Grund da abgesetzt worden. Ich meine, die ist ja auch direkt wieder weggefahren. Das heißt, die werden ja schon einen bestimmten Plan verfolgen, wie du irgendwie da wieder einen Weg öffnest dann. Ja, ja. Ich habe echt nicht gesehen, dass da jemand stand. Ich habe zwar die Schüsse gesehen, aber ich habe nicht erkannt von wo. Und er steht auch gut versteckt da hinter dem hängenden Zeug. Ja. Lianen, ja. Oder was auch immer das für ein Gestrüpp ist. Ich finde das mal irritierend, wenn du schwimmen kannst in Spielen. Aber dass so, das halt so selten vorkommt. Und der stand tatsächlich noch hinter der Deckung. Den habe ich nicht gesehen. Da kannst du ja froh sein, dass er dich nicht direkt irgendwie aus nächster Nähe mit so einer Strohflinte behakt hat oder sowas. Oh, das war... Oh Gott. Ja, das war links. Du wolltest es jetzt mal spannend machen. Da war noch einer links, der mit Granaten rumgeworfen hat. Was hat er gerade geschrieben? Vor 10 years? Nein. Ich weiß aber jetzt nicht, was er sagt. Was er öfter sagen, ist irgendwas mit am Jing oder so ähnlich. Kann dir aber nicht sagen, was es heißt. Erstmal wieder Munition auffüllen. Das ist immer das Wichtigste hier. Ja, es ist auch schön typisch Videospiel. Die haben unendlich Schuss, bis du die Munition aussammelst. Ja. Anstatt, dass das zumindest so. Und dann stellst du auf einmal fest, guck mal, der hatte nur noch 2 Kugeln, denn der hätte ja gleich die Munition ausgehen müssen. Ja, und ganz bestimmt. Und das wäre natürlich nicht der Fall gewesen. Ja. Nein, natürlich nicht. Das fand ich ja so cool bei, wie hieß das Spiel nochmal? Condemned? Ich weiß es nicht mehr genau. Condemned, ja. Ja, und da war das so, mir ist es bei einigen Gegnern aufgefallen, wenn du lange mit denen gekämpft hast, haben die wirklich dann die Waffe, die war dann leerer, wenn du die aufgesammelt hast, als wenn du den recht schnell erledigt hast irgendwie. Okay. Die haben da versucht, schon so ein bisschen drauf zu achten. Das fand ich ganz cool. Das war ja auch sowieso ganz nett gemacht. Du hast ja keine Munitionsanzeige. Du konntest nur wissen, wie viel Munition du hast, wenn du wirklich das Magazin rausgenommen hast und reingeguckt hast. Und dann wurde es für ein paar Sekunden unten eingeblendet. Und dann musstest du dir das selbst merken, weil er hat es dann wieder ausgeblendet. Fand ich. Wie man gesehen hat, hatte ich wieder Wegfindungsprobleme hier. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das nicht schon wieder ein bisschen zu übertrieben finde. Also, weiß ich, ich habe kein Problem damit, dass du in GTA 5 2 Milliarden Waffen gleichzeitig mit dir rumtrickst, inklusive 10 Milliarden Kugeln. Und hier alles angezeigt wird. Also es gibt einen gewissen Grad, der in einem, ja, wobei, ich glaube, das Condemned ist ja eher so Horror. Und der Part ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Genau. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Abruptes Ende. Tschö.